Immer Leute, was ich komme nach langer Zeit mal wieder zu einem Video auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Photoshop-Pack für euch, und zwar handelt es sich dabei um das Clickbait-Pack. In diesem Pack findet ihr Sachen, wo ihr ziemlich gut mit Clickbait-Thumbnails oder andere Designs machen könnt. Zum Beispiel habt ihr hier Emojis, die sind nicht von mir, sondern von Ruby Graphics, die habe ich mir aus einem anderen Pack sozusagen gezogen. Das sind jetzt hier so Emojis mit einer schönen Kontur und ja, die finde ich auf jeden Fall ziemlich passend, kann man auch gut benutzen, sind auch sehr, sehr viele drin. Dann habt ihr hier Borders, bzw. Striche. Die könnt ihr auch irgendwie so verschieben, dass ihr halt Bilder trennen könnt und ja, unterteilen könnt. Dann habt ihr hier einmal dieses USK 18 Logo, was viele YouTuber benutzen. Drei Häkchen, die ganz praktisch sind. Einmal diese Pfeile, um irgendwie auf was hinzuweisen. Und noch andere Pfeile, die ich wirklich richtig cool finde. Da finde ich sogar die Layers auch ziemlich cool. Dann, was mir besonders gefällt und was ich auch selber oft benutze, sind hier diese Flammen. Vor allem diese roten Flammen benutze ich sehr, sehr oft. Ich finde, die sehen einfach extrem episch aus. Und natürlich noch nicht zu vergessen, bei jedem Clickbait-Pack auf jeden Fall dabei rote Kreise. Und ihr hier auch nochmal die Effekte reinballern. Ja, ich hoffe, das Photoshop-Pack gefällt euch so. Ihr könnt euch das Ganze in der Videobeschreibung downloaden. Falls ihr noch mehr Packs von mir haben wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich gerne noch was für Minecraft oder so machen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Pack gemacht habe. Und ja, würde mich freuen, wenn ich da auf jeden Fall einige Downloads zustande bekommen werde. Viele irgendwie Photoshop nicht besitzen, aber trotzdem die Sachen, die da in dem Pack vorhanden sind, ziemlich cool finden, dann kann ich gerne auch nochmal das Ganze für Paint oder so machen, dass ich dann halt den Hintergrund einfach transparent mache und dann da die ganzen Sachen drauf packe und in den Ordner ziehe. Und ja, ich hoffe, das kurze Video gefällt euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein und ciao.